Ja, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Assassin's Creed Mirage hier bei mir auf dem Kanal. Und wir haben in der letzten Folge angefangen, den Boten zu verfolgen. Und da sind wir gerade immer noch dabei. Ich habe jetzt nur schnell Pause gedrückt, weil der Autodirector einfach den quasi nächste Folge angekündigt hat. Und dann geht's weiter jetzt. Da vorne läuft er. Bleiben wir hier. Denk mal, ich bin zu weit weg. So, da geht er lang. Versuch's oben lang. Boah. Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. Nee, da bist du. Da haben wir ihn. Guckt er sich nochmal um. Aber er sieht uns nicht. Der macht ganz schönes Wesen, der Typ. Hin und her, hin und her. Kommt er wieder zurück. Der denkt auch, ich bin blöd. Und das, da denkt er auch richtig. Aber in dem Moment hatte ich jetzt eben gerade mal Glück. So, jetzt. Ab in den Verfolgungsmodus. Da. Jetzt aufpassen, Basim. Keine Fehler mehr. Okay, was macht er? Was macht er? Was macht er? Geht er zu den zwei Wachen oder geht er vorbei an den Wachen? Die Leiter steht so explizit da, dass ich denke, wir müssen hier hoch. Da ist er. Tschüss. Du bist auch unerwünscht, du Idiot. Beruhigt euch. Chillt eure Base, Mann. Okay, er sieht mich nicht, aber ich sehe ihn. Ist gerade laut auf dem Kopf. Vorbei, genau, was weggeklaut. So viel Zeit muss sein, ist für guten Zweck. Das ist komplex diesmal, also die letzten Male waren es einfacher. Auf jeden Fall, die zu verfolgen. Schützpunkt der Schurte. So, mal gucken, wo er hingeht. Hau ab, scheiße Esel. Da ist ein Kodex. Darwish warnte mich immer, dass ich vor der Schurte enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe? Okay, Fall enthüllt. Die Schurte, Nachforschung öffnen. Okay, zack. Und da ist jetzt die Schurte draus geworden. Hinweise, der Richter zufolge hat der Statthalter hier eine Schreibstube, finde die Arbeitsstube des Statthalters. Hinweise noch nicht gefunden. Ich würde den Kodex da gerne haben noch. Zwei Fertigkeitenpunkte, nützen es aber nichts, wir brauchen 4 und 5. So, jetzt müssen wir Schurte, die Polizei quasi.
Wir müssen halt irgendwie rein. Oh, da ist noch eine Ausrüstungstruhe. Sei meine Augen. Ich habe einen Speer in den Rücken bekommen. Es ist zu gefährlich, Enkidu. Nein, Enkidu, es ist zu gefährlich, mein Freund. Und er hat den Enkidu gerade losgeschickt, gell? Und dann, nein, das ist zu gefährlich. Bleib lieber hier, mein Kleiner. So, mal gucken, wie wir da reinkommen in die Hütte. Da ist ein Balkon. Da müsste eigentlich gehen, über den Balkon da. Balkonien. Geronimo. So, hier ist eine Tür. Die ist natürlich verriegelt, die Tür. Das geht nicht anders, dass sie verriegelt ist. Hätten wir vielleicht auf die Nacht warten sollen. Das wäre geil gewesen. Ich glaube, ich warte auf die Nacht. Wir sollten solche Sachen immer bei der Nacht machen. Gibt es hier irgendwas zum Hinsitzen? Ich glaube, das ist cool. Da ist eine Bank. So, hier. Verhaltet euch ruhig. So. Ich weiß nicht, was. Sollten wir öfters mal machen. Erstmal. Ich glaube, dass dann die NPCs wirklich auch schlechter sehen. Und zweitens mal ist auch für uns besser dann. Fühlen wir uns besser. Das da ist der Aikido-Typ hier oben, oder? Der uns das, ja, der macht uns das Problem. Die Frage, ob ich den da runtergeschossen kriege. Dann können wir vielleicht Aikido einsetzen. Habe ich ein einziges Wurfmesser. Zu weit weg. Was war denn das? So ein Blödmann. Oh, da sind welche. Na. Mann. Muss mal aus der Sichtweite kommen. Da bist du ja. Hilf deinen Körper. So ist. Ich geh zur Glocke. Halt auf. Los jetzt. Da bist du ja. Nix Glocke. Die ganzen Bullen haben wir genommen. Was zum Geier war das? Du kannst gerne mitkommen, wenn du magst. Okay. Komm noch mal ein Stück her, Junge. Haben wir noch drei? Ja gut, das ist okay. Komm noch mal ein Stück. Ja, komm. Du kommst wieder. Ja, ich bin sogar schon wieder da. Keine Sorge, mein Freund. Wollte ich gar nicht, gell? Wer uns angreift, erlebt ein blaues Wunder. Ich hab viel Zeit. Wie vorhersehbar. So, verborgene Verbesserungsplan, Montur der Verborgenen. Verbesserungsplan verborgen, natürlich. Klasse, Schurke haben wir am Start jetzt. So, wollen wir erstmal den Aikido-Typen nochmal schnell umbringen. Zu hören, aber bald darauf haben wir es gesehen. Echt schlimm. Seht euch. Nun ist der Weg für Aikido frei.
Ich scheiß mir nicht in die Hose, ihr scheiß euch in die Hose, Idioten. Weil ihr alle umgebracht habt. Los, hier lang! Also gut, schwärmt aus! Findet den Hund! Zieh die Gedärme raus! Ist gut! Wie lange kannst du dich verstecken? Hä? Du kannst nirgendwo raus! Der Tod naht! Bleib stehen und kämpfe! Aha! Na, billige Tricks retten dich auch nicht! Ich glaube schon, dass mich billige Tricks retten. Ehrlich gesagt. Aber gut, jeder kann an das glauben, was er will. Ich gehe. Wo bist du? Jo, geht's auf Warnglocke, los. Ey. Nix Warnglocke, du bist so eine Warnglocke. Können wir diese scheiß Warnglocke nicht kaputt machen, meine Güte. So, jetzt aber wirklich, wir haben schon viel zu viel Zeit jetzt hier, wo wir bimmelt. Oh nein! Ich hab gar nicht gemerkt, dass einer sitzt. Scheiße. Da was zum Belauschen. Hey, was? Was zum? Oh nein! Bleib stehen! Was zum? Hier, du Hund! Ja. Oh nein, nicht so ein Glockenmensch schon wieder. Du kannst nicht fliehen. Es geht besser. Bleib stehen und kämpfe. Wow. Glaube ich aber nicht. Bleib du doch stehen und kämpfe. Lärm. Falle. Ah, nerviges Geschwätz. Kann wie eine Granate verwenden. Sehr geil. So. Scheiße, Mann. Hier ist alles voll mit Leuten. So, da unten ist irgendwo der Corpus Delicti, der Punkt, wo wir hin müssen, ist 23 Meter unter uns. Oder wäre da mal noch irgendwas mit Belauschen hier, ne? Oder habe ich die jetzt alle umgebracht, die hätte belauschen können? Das kann natürlich auch sein. Das ist eine Truhe. So eine Truhe mit Hilfsmitteln wäre geil. Irgendwie da rein aus, mal. Hier ist kein Durchkommen. Das ist zum Belauschen auf jeden Fall. Sieht mich denn da? Oh Gott, Alter. Die sind ja auch noch, da drüben ist auch alles voll. Im Haus der Weisheit. Da ist ein Schlüsselträger. Ach du Scheiße, da ist ein Fenster zum Eintreten. Da unten ist was zum Belauschen. Wollen wir die erstmal belauschen gehen? Erstmal den dicken Tor umbringen da. Wo kommt denn der auf einmal her? Ist ja krass. Einfach respawned oder was? Finde ich gut.
So, da unten das Fenster, da würde ich das gerne mehr. Das Fenster würde ich mir gerne mal erstmal einverleiben. Da würde ich gerne mal runter. Dann gehen wir mal gucken. Oder einfach da hinkommen. Und wo dieses Fenster ist, ich weiß es nicht. Aus der Ringdreher. Wo ist dieses Fenster? Das ist eine gute Frage. Hier geht's nirgendwo rein, ne? Will hier irgendwas einsammeln, aber kann's nicht. Ein Kodex. Das ist verbuggt. Das ist der Scheiß zum Belauschen. Wo ist nur dieses Fenster, was ich von unten oben gesehen habe? Wo ist es? Wo ist es? Was ist eine Tür? Hat er den Neuen gehänselt und sein Essen gestohlen. Jemand sollte ihm Einhalt gebieten. Ah, guck mal, wenn wir uns hier hinsetzen, dann müssen wir es eigentlich sehen. Gerade noch so im Gebiet drinnen, ne, hier. Aber hier gibt es keine Bank zum Hinsetzen. Kommen wir auch nicht rein. Irgendwo war doch ein Fenster, was ich eindämmeln konnte. So, schauen wir noch mal. Von oben habe ich das gesehen. Also gehen wir noch. Dann machen wir das, was wir... Oh, Aikido ist schon nachgespawnt, der Typ, oder was? Ist das ein Witz? Habe ich da eben umgebracht? Oder nicht? Scheinbar nicht. Ah, da ist das Fenster beim Schlüsselträger. Aber ist trotzdem die Frage, wie ich jetzt da reinkomme. Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Hier. Nimm den Flaschenzug. Was? So, Aikido jetzt ist jetzt verfügbar. Kann Aikido problemlos kundschaften. Ja, dann soll er das machen. Wow. Wollte ich gar nicht. Kann trotzdem nicht rufen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, es funktioniert nicht. Ich kann den Vogel nicht rufen. Das ist ein bisschen verbuggt. So, wir müssen jetzt irgendwie da runterkommen. Da rein am besten.
muss doch irgendwo so eine Art Tür geben. Hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Das ist schon wieder draußen. Da kann er nicht drüber klettern. Aber ich habe eine Idee, wie wir da hinkommen. Auf irgendeinem Absatz müsste es irgendein Fenster oder irgendwas geben. Oh, das ist was zum Einsammeln. Da auch. Na? Willst du nicht einsammeln? Also es ist ein bisschen verbuggt jetzt gerade, die ganze Scheiße. Schwebt hier in der Musik der Gestirne, der Kalif freut sich zu verkünden, dass der anerkannte Sternenkundler Abu Musa al-Befi eine neue Abhandlung veröffentlicht hat, die euch erfreut. Nein! Ah, das wollte ich ja nicht. Weitermachen. So, hier ist noch eine Tür. Kommen wir auch nicht rein. Hier eine Tür geht auch nicht. Können wir nicht da unten durch den Haupteingang einfach reingehen? Das funktioniert nicht, oder? Ich sehe keinen anderen Weg, ehrlich gesagt. Du hast hier nichts zu suchen. Oh. Hey, Allah, gib mir Kraft! Oh! Sehr gut! So langsam! Ich hau ab. Okay, das funktioniert so nicht. Halt doch nicht so rum, meine Güte. So. Warum der Vogel nicht kommt? Oh, da unten ist ein Eingang, aber da kommst du nirgendwo rein wegen den Dings. Wegen den Leutchen da. Warte, wir können was probieren. Wir können was probieren. Habe ich noch nie gemacht. Was? Halt dich davon fern. Das gefällt mir nicht. Wache! Hilfe! Schade! Das Böse geht um! Okay. Jo, ich denke auch, ich komme zurück. Könnt ihr jetzt nicht alle umbringen hier, oder? Aber wir müssen. Ne, müssen wir nicht. Ich kann doch nicht mehr einsammeln. Ich glaube, wir... Ey, Kido, ich glaube, meine Tastatur, Controller haut das nicht hin. Glaube ich. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Ein Fanatiker? Ein Aufschneider? Was er auch ist. Augenblick! So. Er könnte zu einem Problem. Nächste Woche habe ich Dienst am Kassal al-Hassani. Das ist angenehmer als die meisten Posten. Auch wenn es elend weit von unserer Garnison ist. Der hat den Schlüssel da drin. Das ist natürlich schwierig. Dann würde ich doch... Weil ich Aikido nicht rufen kann und so weiter und so fort, würde ich sagen, ich starte das Spiel mal ganz kurz neu. Ich kann doch hier nichts mehr einsammeln.
So, und dann, ich stelle mich mal ganz kurz hin. Speichere mal kurz. Wenn das geht. Ausgesetzt. Natürlich nicht. Weil ich im Kampfbereich bin. Scheiße, ich dachte, ich kann kurz speichern und dann das Spiel neu starten. Damit meine Controller wieder richtig funktioniert. Hat einen Pfeil erwischt. Was? Scheiße, verflucht! Bleib zurück! Wer weiß, was es als nötig. Ja. Mein einziges Verbrechen ist, dass ich arm bin. Bitte. Spaß ist vorbei. Ich hole Hilfe. Nein, machst du nicht. Ich habe entschieden, dass du keine Hilfe holst. Ich kann natürlich den... Doch, das kann ich jetzt einsammeln. Oh, das scheint wieder zu gehen jetzt. Sehr gut. Wir lassen die Zivilisten natürlich gleich frei, wenn das geht. Ich will mal kurz probieren, ob das geht. Ob ich das einsammeln kann hier. Ne, kann ich trotzdem nicht einsammeln. Sehr gut. Naja, egal. Das ist ja nur wegen zwei, drei so Dingern. Zwei, drei Lootkisten, das ist mir egal. Vergesst mich einfach. Käfige gehen auch nicht auf. Ah, ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Hier haut irgendwas nicht hin. So, dann kann ich das Zeug kann ich auch nicht nehmen. Nee, ist gut. Wir müssen das Spiel neu starten. Die Frage ist, ob wir wieder einfach so hier reinkommen dann. Ne, war? Er muss sich dem Gesetz stellen. Nix Gesetz. Ich bin das Gesetz. Judge Dave. So. Müssen dann. Bevor wir dann gleich weiterspielen. Jetzt hier speichern. Den, ja, bitte speichern. So, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme bzw. in der nächsten Folge gleich wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann werden wir hier die Shorter übernehmen.